Halbfinale. Das ist vielleicht auch etwas überraschend. Die haben gegen Island gewonnen. Und die Iren sind auch weiter gegen Wales. Diese Spiele sehen wir dann erst am Samstag wieder. Am Samstag sind ja Halbfinale und Finale in allen Bewerben. Und jetzt starten wir direkt in das nächste Spiel hinein. Mit einer 140 vom jungen Ungarn. Willkommen auf der Bühne. 115. Aus der Jorik hofft ein bisschen lachen, weil er Doppel 90 getroffen hat. Damit den Schiedsrichter, den Caller, ein bisschen herausgebracht, aber gar kein Problem. Ja, ich bin da sehr gespannt, wer von diesen beiden sehr talentierten jungen Spielern sich da durchsetzen wird. 140. Wieder 140 Punkte. Starke Tat von ihm. Jetzt Jorik versucht natürlich auf die 18. In 92. Zwar kein Finish, aber die 92, da bleibt er voll im Leck dabei. Mal schauen, wie weit jetzt der junge Ungar in den Finish-Bereich spielen kann. Ja. Knapp drüber, knapp drunter, unter dem Triple. 59. Ja, nur 59, 138, ja, ist jetzt nicht so ein beliebtes High Finish. 96. Guter letzter hier von Jorik Hofkens. Für 117 Rest. Was ist was für dir lieber? 138 oder 117? 117. Braucht man nur ein Triple dafür. Erste Tat nur unter 5. Aber jetzt hat er ein zweiter Finish. Was macht Jorik mit diesem 117? 57. Er stellt sich 60 Rest. Die 94. Jetzt von Shomba Barani. Er wollte Doppel-Doppel spielen. 54. Interessanter Weg. 60 Punkte von Jorik. 28. In die Single 5, damit die Möglichkeit, den Anwurf doch durchzubringen vom jungen Ungarn mit Tops. Doppel 20. Game Shot and the First Leg. Dafür braucht er nur ein Dart. 1-0 für Shombor Barani. 40. Doppel-Doppel-Checken ist ja in den letzten Jahren doch schon verbreiteter. Einer der ersten Spieler, der das ja auf dem Profi-Circuit bei der PTC gemacht hat, war ja Gary Anderson mit Doppel-20, Doppel-20. Ja. Aber jetzt, wie auch bei 76, gibt es viele Spieler, die statt Triple-20 Doppel-8 spielen, eben probieren Doppel-18, Doppel-20. Und es gibt auch welche Spieler, die absichtlich Doppel-19, Doppel-19 spielen, weil sie sagen, das Doppelsegment ist größer als das Triple-Segment. Ja, das stimmt. Ich probiere es oder ich spiele es auch hin und wieder so an. Natürlich die Gefahr besteht, wenn ich außerhalb der Doppel 18 zum Beispiel, wenn ich außerhalb von der Doppel 18 das Feld treffe, dann habe ich halt nichts geworfen und absolut keine Punkte. Das ist halt immer die Gefahr. Natürlich, wenn's so wie bei Doppel 19, und da kann man wirklich auf demselben Feld bleiben. Da braucht man die Tat nur unter Anführungszeichen nachziehen. Muss man ja bei 180 Punkten ja auch nur, wenn man den ersten ins Triple braucht, braucht man da dann zwei auch. Vielleicht sehen wir da jetzt die 180. Starke Aufnahme von Jorik. Jorik hätte uns fast gezeigt, wie das mit dem Nachziehen ist. Aber es ist immer alles einfacher als einfach gesagt als getan. Jeder, der Dart spielt, weiß das natürlich. 100. Ich bin immer noch fasziniert, was diese jungen Burschen und Mädels schon in ihrem Alter schon
spielen 100. können. Ja, da ist natürlich viel, auch viel Fleiß und natürlich auch Talente mit dabei und die können schon richtig gut Dart spielen. Und umso länger natürlich das Turnier dauert und umso weiter es fortgeschritten ist, umso höher ist dann auch das Level natürlich bei den Spielen, 100. die wir auch im Livestream normal sehen, weil einfach da einfach die Besten dann übrig bleiben. Ja, beide noch 15 Darts auf dem Finish-Bereich, Jorek zwar noch mit dem High-Finish, alles 100 Punkte Rest. 56. Jumbo Banani schon auf 46. Ein zweiter Finish wäre möglich. Mal schauen, wie er spielt. Ah, wollte die 14 treffen, trifft sie nicht. Dann mit 35 Rest. Für die Doppel 16. Und das 2:0 für den Ungarn. 14. Und ganz knapp daneben. Sollte Jorik das ausmachen, ansonsten... Der erste Dart sitzt super. Wird ihn der junge Ungarn breaken, zwei Darts für die Doppel 10. Doppel 5. 70. Ja, auch diese Chance lässt er aus. Ja, bei Best of 7, also wer zuerst 4 Legs gewonnen hat, kann das schon ausschlaggebend sein, weil schon 2:0 hinten ist. Weil das dritte Leg dürfte ja wieder der junge Ungarn beginnen. Ja, jetzt Doppel 4. 28. Aber nutzt die Chance nicht. Game Shot and the second leg. Und Jorik Hofkens nutzt jetzt da diese Möglichkeit mit 24 Darts hier zum Ausgleich mit dem 1:1. Ja, es ist ein Viertelfinale, es ist ein langer Tag. Ich habe gehört, sie haben schon 7 Spiele gespielt. Es wird halt immer anstrengender, natürlich die Konzentration lässt nach. Du bist auch einer der besten Spieler von Österreich. Du weißt natürlich, wie das ist in den Turnieren. Ich bin da nicht so bewandert, weil der Meister schon viel früher ausscheidet. Aber es ist halt trotzdem ein Livestream und ein Viertelfinale, deswegen... Kann, ja, natürlich. Würde es das sein, dass man halt viel über die Doppel entscheidet, auch viel über Sieg oder Niederlage. Das heißt, im Score sind beide sehr konstant, aber dann, wenn es halt um die Wurst geht, wird es meistens am schwierigsten. Ja, und vor allem, man darf nicht vergessen, es ist nicht irgendein Viertelfinale oder irgendein Turnier, das ist die Jugend der Europameisterschaft. Also das ist, da ist schon ordentlich Druck da drauf auch. Wenn man fürs Land spielt, natürlich ist es eine Ehre, aber es wird natürlich durchaus auch was erwartet. Und ja. Jumbo Banani in diesem Leck wieder weit vorne. Ja, vom Average her sind aber beide ziemlich gleich. 77. Jorik tut sich ein bisschen schwer, ärgert sich da selber. Mal schauen, wie weit sich Baranier in den Finish-Bereich spielen kann. Ja, schon 80 Punkte. 140. Starke Aufnahme wieder für ihn. Schon die vierte 140 in diesem Match. 45. Jorik kommt da überhaupt nicht hinterher. Wie geht's der junge Ungar mit den 70 Punkten an? Ja, er will 18 spielen, also Triple 18 für Doppel 8. Das hat 52 Rest. Spielt die 20 für die Doppel 16. 54. Verpasst diese, aber momentan noch kein Problem, da Jorik noch nicht im Finish-Bereich ist, wo er jetzt aber drinnen ist. 140. Er macht dann nochmal Druck, naja, auf diese 16 Rest. Mit einer starken 140. Kann Barani in diesem Druck umgehen. Ja, beide knapp daneben. No score. Alle drei wirklich sehr knapp. Und jetzt die Chance für Jorik.
Vielleicht hat sich diese 140 davor auch so richtig ausgezahlt. 91 Rest, ja, trifft nicht die Triple 17 für Torres Rest. 32 Rest, 78 geworfen. Genau, trifft die Triple 14 für 32 Rest. Damit ein immenser Druck auf den jungen Ungarn. Die Doppel 8. Guter Marker. Game Shot and the third leg. Und benutzt ihn als Bande und trifft hier die Doppel 8. Um mit 2 zu 1 in Führung zu gehen. 96. Ja, 120 Punkte. Und war 140. Wieder 140. Stark von ihm. Sehr, sehr stark. 96. Aber auch Jorik jetzt da zwei auf mit zwei großen Trippeln. Ausreißer in die Single 5. Momentan ist Varani vom Score hier 171. Und natürlich macht in dem Moment Jorik Hofkins 171 Punkte und stellt sich damit den Finish. Perfekt geworfen von ihm. Besser geht's ja wirklich kaum. Was macht Shomba Barani? Kann sich auf jeden Fall keinen Finish stellen. Auch wenn er jetzt diese 121 wirft, stellt er sich eine sogenannte Bogey-Number. Spielt Doppel 19, ärgert sich da. Triple 20 für Doppel 20. 180. Oh, ich verpasst er knapp. Ganz knapp verpasst er das. Also die Doppel 19 wollte er zwar nicht, aber das wäre ein Wahnsinns-Finish gewesen. Ja, gut, der letzte Dart, 78. Punkte geworfen. Doppel 10 für den Ausgleich. Das macht er. Mit 14 Darts, sehr, sehr starkes Leg von Jorik Hofkens. Vielleicht ist das jetzt das Leg gewesen, wo er so wirklich ins Spiel kommt. Davor nicht wirklich, hat er sich echt schwer getan. Ja, von beiden Spielern sehr stark. Auch Jombo Barani war noch 12 Darts schon im Finishbereich wieder. Und die 180 von Shomba Barani, sehr, sehr stark, somit drei perfekte Darts. Die 280, seitdem ich dabei bin. Ja. Vor einer halben Stunde die erste und eine halbe Stunde später die zweite. Was macht Shomba Barani? Ja, der ist jetzt da doch ein Stück über die Triple. 49. Ja, 49 Punkte. Konnte diese 180 nicht wirklich bestätigen. Schauen, ob Jorik ihn jetzt bestrafen kann dafür. Ah, 54. Großes Triple mit dabei. Guter letzter Dart von Jorik, da so zumindest einigermaßen noch ein bisschen runterkommt. Aber Shomba Barani spielt bis hierhin wirklich ein sensationell gutes Leg. 45. Ja, 131 Rest nach 12 geworfenen Darts. Jorik sieht ganz danach aus, als würde er ja jetzt in den Finish-Bereich kommen. Und das macht er wirklich stark. Und so schnell kann es gehen und er ist wieder in Führung. Ja, da ist der Dart etwas hängen geblieben. Aber hat das sofort wieder mit einer Triple 20 ausgebessert. Jetzt 91 Rest. 57. Ja,
74 Rest noch. Ja, 72. Bleiben bei ihm stehen. Sehr knapp jetzt beieinander. Ja, sehr spannendes Leg. Und das könnte auch wirklich ein eventuell entscheidendes Leg sein. Da fällt Jorik jetzt der Dart runter. Das hat schon mal bei Rani etwas rausgebracht. Ja, aber war sicherlich keine Absicht. Doppel 20, ein Dart. Für die erneute Führung. 54. Ja, knapp drunter. Die verpasst er. Jetzt die Möglichkeit, für Jorik Hofgens das erste Mal in Führung zu gehen. Noch eine Single 16 für die Doppel 20, trifft sie Shot and the ja. Ja, das macht er. Starkes Finish hier von dem jungen Deutschen Jorik Hofgens. Geht er mit 3-2 in Führung. Ja, auch vom Average her sieht man wirklich, die sind eigentlich ident. 60. Naja, beide gleich auf. Es geht wirklich hier nur um die Doppel. Ja, mit das ein großes Triple, 96 Punkte. 58. 60. 60 Punkte, kein Triple. Jetzt Jorik spielt auf der 19. 133. Starke Aufnahme von ihm. Und jetzt ist schon mal Barani schon etwas unter Druck. Wenn eigentlich mindestens ein großes Triple von ihm kommt. Ja, ist schon mal da. 134. Ja, bekommt noch das zweite. Das ist eine starke Antwort von ihm. Aber Jorik macht sofort weiter. Mit der 140. Ja, jetzt mit einer 140. 140. Nicht mit der dritten 180, aber mit 140 Punkten auch trotzdem sehr gut gespielt von ihm. Schauen wir auf die Antwort von Barani. 60, 65 geworfen. 125. Auch sehr starke Antwort, ja. 125 Punkte. 72 bleiben der Rest. 96. 24. Ja, 86 Punkte für 24 Rest. Diese 86 so. Möchte jetzt schon bei Barani. Wird er über 18 spielen? 68 Rest. So machen. 18. Oh, verpasst er die große Single 18 für die Möglichkeit aufs Bull? Der Dart, der am 18. gesteckt ist, hat den anderen Dart abgelenkt und in die 4 reingelenkt. 64 Rest. Das ist sehr, sehr bitter jetzt für den jungen Ungarn. 38. Ja. So, jetzt sehen wir den ersten Matchstart hier von Jorik Hofgens. Und das macht er. Und er nutzt den ersten Dart und gewinnt hier 4-2 gegen einen sehr, sehr stark spielenden den jungen Ungarn. Joram Barani. Schon mal Barani, ja. Und wir haben Jorik Hofgens in einem Halbfinale. Ja. Zwischendurch natürlich sind auch andere Matches ausgegangen. Ja, vielleicht ganz kurz zu der Partie Thomas Banks gegen Bradley van der Velden.